Steuern und Recht wird Ihnen präsentiert von anwaltauskunft.de, Ihrer Anwaltssuche, und Advokat Rechtsschutz. Advokat ist Anwaltsliebling. Eltern müssen ihre Augen überall haben, denn die lieben Kleinen sind unternehmungslustig und bereit für nahezu jedes Abenteuer. Und schnell ist dann ein Schaden passiert. Doch müssen ihn dann die Eltern zahlen? Wo endet eigentlich die Aufsichtspflicht der Eltern? Hier ein Überblick. Vor dem Oberlandesgericht Oldenburg landete dieser hier dokumentierte Fall. Ein junges Mädchen befuhr mit seinem Roller den Bürgersteig. Gleichzeitig näherte sich ein Motorradfahrer der Straße. Unglücklicherweise überquerte das Mädchen plötzlich die Fahrbahn. Der Motorradfahrer bremste, wich aus und verunglückte. Der Mann klagte auf Schadenersatz, blieb jedoch auf seinem Schaden sitzen. Der Gesetzgeber hat Kinder bis zum Alter von 10 Jahren im Straßenverkehr von jedem Verschulden freigestellt. Das ist natürlich für den Geschädigten in dem Sinne jetzt ein bisschen unbefriedigend, dass er sagt, ich bleibe auf meinem Schaden sitzen, nur damit sich das Kind hier positiv entwickeln kann. Aber das sind eben die Abstufungen, die der Gesetzgeber oder auch die Rechtsprechung dann letztendlich ausgeprägt hat. Der Sohn von Bärbel Pavel verursachte im Alter von 10 Jahren einen Unfall. Die geschädigte Autofahrerin wandte sich daraufhin telefonisch an die Eltern. Also ich bin ziemlich sicher, das sagte sie auch, ihr Sohn ist ja schuld. Der hat den Unfall verursacht und ich habe einen Schaden am Auto und der muss ja bezahlt werden. Doch Bärbel Pavel musste nicht zahlen, denn in diesem Fall war ihr Sohn einerseits nicht schuldfähig und andererseits lag keine Verletzung der Aufsichtspflicht vor. Und diese Pflichtverletzung ist Voraussetzung für die ersatzweise Haftung der Eltern. Das heißt, auch in diesem Verfahren müsste der Kläger, sprich der Geschädigte, den Eltern auch nachweisen, dass diese ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Und wenn er das nicht kann oder die Eltern genügend Argumente oder Beweise vorlegen können, die das eben entkräften, dann bleibt er auf seinem Schaden sitzen. Wenn Kinder mit Feuer spielen, urteilen die angerufenen Gerichte im Schadensfall unterschiedlich. Bis zum Alter von 7 Jahren müssen die Eltern meist haften, bei älteren Kindern nur eingeschränkt oder gar nicht. Begründung: 10-Jährige müssen nicht unter elterlicher Dauerkontrolle stehen. Somit verletzen Eltern auch nicht ihre Aufsichtspflicht, wenn sie ihr 11-jähriges oder noch älteres Kind für mehrere Stunden alleine zu Hause lassen. Denn wenn die Kinder aufgeklärt sind über die möglichen Gefahren oder eben dann auch vielleicht die Gefahren mal bewusst wahrgenommen haben und die Eltern eben darauf hingewiesen haben, möglicherweise im Straßenverkehr auch gemeinsam Fahrrad gefahren wurde oder die Verkehrsregeln sind erklärt worden, dann kann man eben davon ausgehen, dass die Kinder mit einem gewissen Alter auch eine Einsichtsfähigkeit haben müssen. Somit handelt diese Mutter richtig, indem sie ihrem Jungen abseits der Straße das Radfahren beibringt. Wenn dann etwas schief geht, liegt keine Verletzung der Aufsichtspflicht vor. Anders in diesem Fall. Das Kind fuhr selbstständig auf dem Rad, die Mutter allerdings war nicht in der direkten Nähe, sondern auf der anderen Straßenseite. Als das Kind plötzlich auf die Straße fuhr, kam es zum Unfall. Eine klare Verletzung der Aufsichtspflicht, so das Urteil. Die Aufsichtspflicht der Eltern wird mit zunehmendem Alter der Kinder immer geringer. Somit darf man einen 6-Jährigen auch nach gründlichem Üben alleine zur Schule schicken. Steuern und Recht wurde Ihnen präsentiert von anwaltauskunft.de, Ihrer Anwaltssuche, und Advokat Rechtsschutz. Advokat ist Anwaltsliebling.